Franzi und ich erzähle dir heute etwas aus der Weltgeschichte. Die Herrschaft des Augustus und der Untergang Roms. Lukas Dölling ist in der 6. Klasse. Höchste Zeit finden seine Lehrer, sich mit der römischen Geschichte zu befassen. Zum Glück gibt es den Schulstoff online. Wird Republik. Deshalb begannen die Römer ihre Zeitrechnung mit diesem Jahr. Ich finde es leichter, sich einen Film anzugucken, bevor man sich ein Buch anguckt, weil man es dann versteht und schon das Thema ein bisschen besser weiß. 1453. Seine Mutter zahlt 15 Euro für den Online-Unterricht pro Monat, weil sie merkt, dass er so den Schulstoff besser begreift. Berlin, Bezirk Friedrichshain. In dieser Dachetage werden die Videos produziert. Viel Comicfiguren, handgeschriebene Sprechblasen, bunte Bilder. Die Kamera an der Decke nimmt alles auf. Am Ende entsteht ein kleiner Film. Stefan Bayer hat die Firma gegründet. 2008 begann der Student der Betriebswissenschaften Nachhilfelektionen zu verfilmen. Heute sind es über 10.000 Filme und die Lektionen werden jeden Monat von 60.000 Schülern abonniert. So dass die Kamera filmt, was ich dort schreibe, ich spreche dazu und so kann man sich als Betrachter voll auf das Wesentliche konzentrieren. Und viele dieser Elemente gibt es auch heute noch in Sofa-Tutor-Videos, die sind sehr handgemacht. Wir arbeiten so mit Legetechnik, mit so Puppen aus Papier und die Handschrift spielt immer noch eine ganz große Rolle. In diesem Büro arbeiten Redakteure und Lehrer zusammen das gesamte Schulwissen auf. Daraus entstehen die Drehbücher für die Filme. 100 Mitarbeiter kommen jede Woche zusammen. So behält Stefan Bayer den Überblick. Grafiker, Webdesigner und Informatiker. Fantasie ist für ihn wichtig. Deshalb erklären Comicfiguren die Probleme der Mathematik. Zur Vereinfachung fertigen wir eine Skizze. Die Strecke AB stellt. Echt wie aus einem Guss, so ein bisschen. Wir lernen zunächst die binomischen Formen kennen. Doch hier. Es gibt für Schüler eine Erfolgskontrolle und einen Online-Chat für offene Fragen. In der Grafikabteilung entstehen die Fantasiefiguren. Für alle hier ist klar, Online-Unterricht ist die Zukunft des Lernens. Dieses neue Dinge selbstständig lernen, das zu lernen, das in der Schule zu lernen, ist vielleicht das Wichtigste, das wir leisten können. Ja? Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst Wissen beizubringen. Die Nachhilfelektionen von Stefan Bayer werden hier an der Berliner Hermann-Null-Schule getestet. Ein Modellversuch. Diese Lehrer verwenden das Online-Angebot im Unterricht für die 6. Klasse. Die ersten Erfahrungen sind die, dass sie den Unterricht unglaublich auflockern, dass sie dem Lehrer helfen, auch noch mal den Unterricht anders aufzubereiten und den Schülern zu präsentieren. Und für mich als Wichtigstes, dass sie die Schüler befähigen, wenn sie dann mit der Materie vertraut sind, selbstständig zu arbeiten. Eigenständige Schüler. Dem Lehrer bleibt so mehr Zeit zum Erklären. Hier erhalten die Kids Laptop und Headset und sie arbeiten mit der Technik oft schneller als Erwachsene. Die Videos sind so gebaut, dass man sich alles gut einprägen kann. Und wir nutzen die Teile der Videos, da nehmen wir uns halt was raus und tun das zum Beispiel in PowerPoint. Und genau, wir bauen dann PowerPoint-Präsentation und irgendwann präsentieren wir die dann der Klasse und so zeigen wir denen halt das Thema. Die Videos laufen auch auf der Schultafel. Und wenn der Modellversuch gut weitergeht, werden die Filme von Stefan Bayer nächstes Jahr ganz regulär im Unterricht verwendet.